Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute gibt es alle bisherigen Informationen zu Dragon Ball Legends. Heißt außen vorweg, falls es neue Informationen gibt, lasse ich es euch auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise wissen. Sei es auf YouTube, Twitter, Discord etc. Also halte auf jeden Fall ein Auge offen. Wir schauen uns heute auf jeden Fall mal die bisherigen Informationen an zu Dragon Ball Legends. Was ist denn Dragon Ball Legends? Dragon Ball Legends ist das neueste Mobile Game, die neueste Mobile Applikation für unsere Smartphones, für die Devices iOS und Android. Und wir sind dementsprechend hier auf der Startseite, auf der Homepage und werden uns alles, was wir bisher bereits schon wissen, genauer ansehen. Dragon Ball Legends ist ein 3 gegen 3 PvP Game und das Ganze ist nicht getrennt in Global und JP, wie in Dokkan Battle das der Fall ist, sondern das wird weltweit, worldwide erhältlich sein und man kann auch weltweit gegeneinander kämpfen. Denn es ist quasi ein 3 gegen 3 Player vs. Player Online Game, so gesehen. Anyways, wir sind auf der Homepage, wie gesagt, ich werde den Link natürlich in der Beschreibung setzen. Wir haben hier erstmal ein Bild und das Bild sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir haben hier einen neuen Charakter, das ist ein neuer Charakter, das Design wurde von Akira Toriyama selbst gestaltet, gemacht. Und man kann sich bis jetzt schon mal vorregistrieren. Vorregistrieren für das Game, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und zwar klickt ihr einfach mal auf den Button hier auf der Homepage, kommt ihr auf die Vorregistrierungsseite. Ihr könnt euch einmal vorregistrieren für beziehungsweise im App Store und einmal in Google Play. Dazu müsst ihr die entsprechenden Links anklicken. Bei App Store ist das ein bisschen anders, beziehungsweise läuft das hier über die Webseite nicht. Man kann es nicht vorbestellen, aber ihr seht hier schon das Ganze. Das Release Day von Dragon Ball Legends wird voraussichtlich der 14. Juni 2018 sein. Aber wie gesagt, über diesen Button könnt ihr euch auf dem PC, beziehungsweise wird das vielleicht möglich sein, wenn ihr das Ganze anschaut, bis jetzt noch nicht registrieren. Wie macht ihr es trotzdem? Ich zeige es euch. Und zwar geht ihr dann mit eurem iPhone oder iPad, je nachdem wo ihr das spielen wollt, auf eurem iOS-Gerät, auf euren Internetbrowser, öffnet dort die Homepage von Dragon Ball Legends, klickt dann hier quasi über euer Handy aus auf das Button, auf den Button zum Vorregistrieren, öffnet euren App Store, ihr werdet dann weitergeleitet zum App Store und dann könnt ihr euch quasi hier vorbestellen, indem ihr das Ganze lädt. Genau, und so funktioniert das mit dem Vorbestellen auf eurem iOS-Gerät. Genau, und wie gesagt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, gibt es hier schon ein paar Informationen auf dem App Store. Wer hat die beste Fingerfertigkeit? Alles klar, alle voll synchroepische Kämpfe. Es ist an der Zeit, den stärksten zu finden, Kämpfer zu finden. Realtime 1 gegen 1 Kämpfe mit 3 vs. 3 meinte ich. Ihr habt ein Team von 3 Charakteren und mit dem kämpft ihr quasi Realtime PvP gegen andere. Und genau, wie gesagt, das Design ist von Akira Toriyama selbst. So registriert man sich auf iOS. Auf Google klickt einmal auf den Google Play Button zum Registrieren und dann geht ihr einmal hier auf Pre-Register. Ist jetzt auf dem Browser, aber ihr macht es dann quasi auf einem Smartphone auch. Und das war's auch schon. Es wird eine geschlossene Beta geben, wann das genau sein wird. Hier steht dran, exklusiv für Android, aber man kann nicht draufklicken. Wissen wir nicht, falls ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ansonsten gibt es, wie gesagt, ihr könnt dem Ganzen auf Twitter mal folgen. Sie haben eine Twitter-Page geöffnet von Dragon Ball Legends, falls ihr da auf dem neuesten Stand sein wollt. Und sonst gibt es eigentlich nicht so viel Informationen, aber es gibt noch eine Übersection, das Ganze ein bisschen About. Schauen wir uns mal an. Das ultradimensionale Battle Royale um den Stärksten im Universum beginnt. Einhändig steuerbare, realistische Kampf-Action. Erlebe epische Kämpfe auf deinem Smartphone. Das ganze Gameplay gibt es auch im Trailer, das werden wir uns ganz am Ende anschauen. Da wisst ihr dann mehr Bescheid, wie das Ganze quasi aussieht. Jede Karte verfügt über einzigartige Spezialeffekte. Gedrückt halten, antippen, Bildschirm in die Horizontale etc. Finde zahlreiche Spezialeffekte heraus. Alles klar. Kämpfe zeitgleich online mit Spielern weltweit. Das ist das, worauf quasi Fokus gelegt wird an der Stelle in dem Game. Entdecke das neue Kartenkampfsystem. Kartenkampfsystem. Also eventuell hat das irgendwas mit dem Gacha-System, denn es gibt schon, wenn wir das Ganze uns mal anschauen, ein bisschen was Gacha-lastiges. Und zwar, wenn wir wieder auf die Page zum Registrieren wechseln, erhalten wir gewisse Sachen, gewisse Rewards, Preise, wenn bestimmte Personen sich registriert haben. Und das sieht weltweit dann quasi so aus. Wenn es mehr als 9000 Personen sind, gibt es Zeitkristalle. Und das ist quasi schon, was ich meinte mit Gacha-Game. Ja, eine Ingame-Währung wird es höchstwahrscheinlich geben, so wie es aussieht. Ähnlich wie Jenks und Snookam Battle. Wie weit das Gacha-System da sein wird, ausgeprägt sein wird, wissen wir nicht. Aber wenn da von Karten die Rede ist, dann denke ich auf jeden Fall schon, dass es da ein Gacha-System geben wird. Anyways, wie gesagt, wenn es mehr als 9000 Personen sind, bekommen wir Zeitkristalle, das 200 Stück und ein Son Goku. Dieses Son Goku, das ist kein Wallpaper oder so, das ist die actual Karte, das ist die aktuelle Karte im Spiel. Mit dem Charakter, denke ich dann mal, werdet ihr in der Lage sein zu spielen.
Ja, den bekommen wir dann so. Mehr als 50.000 Personen bekommen wir weitere 200, 100, nicht 200, 100 Zeitkristalle. Mehr als 100.000 Personen bekommen wir wieder 100 Zeitkristalle, aber diesmal Kleidung, Skin. Quasi wird es da vielleicht eventuell CAC, beziehungsweise ich bin mir sicher, Charakter, Charakteranpassungsmöglichkeiten geben. Ähnlich wie Xenoverse, denn Dims ist auch hier Mitentwickler des Spiels und Dims ist auch für Xenoverse bekannt. Und dort wissen wir ja, dass Xenoverse viele Charakteranpassungen hat etc. Dass da ein Standpunkt ist. Und wenn ich hier so schon Kleidung sehe, Skins sehe, dann denke ich auf jeden Fall, dass das da auch jeden Fall in irgendeiner Art und Weise vorkommen wird. Und ansonsten, wenn es mehr als 250.000 Personen sind, bekommen weitere Zeitkristalle etc. Und mehr als 530.000 Personen, ja. Unser Power Level wird dann quasi der des Freezers, bekommen wir hier erste Form Freezer. Aber wir haben noch ein, zwei Ausschnitte aus dem Stream selbst. Charaktere werden es geben. Super Saiyan Goku, Piccolo, Pan, Vegeta, First Form Freezer, Nappa. So sehen die Karten dann aus und mit denen kann man dann kämpfen. Und erste Ankündigung, wir wissen, wir können uns vorgestreben, das Ganze haben wir uns angeschaut, Google Play und App Store. Und Close Beta, die Close Beta, es wird schon relativ zeitnah mit Close Beta geben, nämlich, das sind PCT-Zeiten, wenn wir das umkonvertieren, dann ist das für uns der 21. März, also heute schon, heute in ein paar Stunden, um es genau zu sagen, am 21. März, 14.30 Uhr sollte das der Fall sein, 14.30 Uhr unsere Zeit sollte die Close Beta losgehen, wie gesagt, das war nur exklusiv für Androids und das Ganze geht dann bis zum 27. März, 3 Uhr morgens unserer Zeit und für mehrere Informationen bzw. Social Media Netze haben sie auf jeden Fall da, zum Beispiel Twitter. Und weitere Ankündigungen sind ja Genre One Finger Card Action Battle, heißt das Ganze, wie gesagt 3 gegen 3, wird mit einer Hand gesteuert, PvP online, Plattforms, Google Play, App Store, 52 Länder total wird das erhältlich sein, Sprachen, Englisch, French, German, Deutsch wird es auch geben, Chinesisch, Korean etc. etc. Das werden wahrscheinlich Subs sein, also Texte und Voices, Audio wird es in Japanisch und Englisch geben. Release Date des Sommer, voraussichtlich 14. Juni, wie gesagt. Bandai Namco sind die Publisher und ja natürlich die Entwickler, die da alle teil dran genommen haben. Vielleicht eine Seite, die ich euch empfehlen kann. Es gibt schon ein Dragon Ball Legends Reddit. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Das ist dann quasi wie Dokkan Reddit für Dragon Ball Legends da an der Stelle. Ich finde so Reddit-Seiten auf jeden Fall cool. Jedem das seine Geschmack. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Zum Beispiel gibt es da dann quasi ein Animated Intro. Das Ganze könnt ihr euch dann anschauen. Shoutout hier an It's LSSJX, dass er das online gestellt hat. Den Link werde ich auch in die Beschreibung setzen. Anyways Leute, das wären auf jeden Fall alle bisherigen Informationen zu Dragon Ball Legends. Falls da mehr Informationen rauskommen sollten, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. An der Stelle, wie gefällt euch das ganze Dragon Ball Legends? Könnt ihr damit was anfangen? Ja, spricht es euch an? Lasst mich in den Kommentaren wissen oder sagt ihr, nee, das ist nicht so mein Fall. Würde mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon denkt. Also runter in die Kommentare mit euch. Bis dahin, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.